Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Park Evolution und oh, da fliegt er, da fliegt unsere Knutschkugel. Eigentlich schade. Wieso ist der so blutig? Wieso ist das so blutig? So, lassen wir ihn frei. Ja, schön. Das ist also unser neuester Zuwachs. Wisst ihr, ich habe ja überlegt, in der letzten Folge einfach alles sterben zu lassen und dann neu aufzubauen. Aber rein theoretisch könnte ich doch hier einfach alles abreißen. Heil dem Drachenkönig, der Dracorex. Klingt beängstigend, ist aber nur ein Pflanzenfresser. Sollten die mal wieder die Welt beherrschen, verraten sie denen bitte nicht, dass ich das gesagt habe. rein theoretisch könnte ich doch alles abreißen, hier dann mein Gehege aufbauen und alles dahin transportieren. Dann könnte ich hier eine Hotelanlage bauen, ne? Hier Gastronomie, na gut, eher hier Gastronomie wegen Hotel. Und dann hier nochmal Fanartikel und so ein Kram. Sollen wir das mal angehen? Wir versuchen es mal. Ich meine, was soll schief gehen? Was soll schief gehen? Wieso fliege ich Sterne? Kann doch nichts schief gehen, Freunde, oder? Schauen wir einfach mal. Wenn der ganze Park untergeht, dann ist das so. Aber ich möchte es gerne jetzt mal herausfinden. Als allererstes möchte ich alle Bäume hier entfernen. Alle Bäume, sämtliche Bäume auf dem ganzen verdammten Park, damit ich sehe, wie groß mein Park überhaupt ist. So, dann machen wir nämlich eine Wasserstelle für beide, für Pflanzen und Fleischfresser. Das ist doch cool. Jede Gelegenheit birgt auch Risiken. In diesem Fall haben sie eine Gelegenheit genutzt. Gut gemacht. Was? Ich habe gar nichts gemacht. Oder etwa doch? Nö. Keine Ahnung. Ja, ich nutze jetzt die Gelegenheit, um meinen Park neu zu bauen. Weil der echt scheiße ist. So wie es jetzt aussieht. Aber ich dachte, ich kann die Bäume da auch entfernen. Ich will nämlich einen schönen Park haben. Ich will nämlich jeden einzelnen Park, den ich bauen kann, individuell gestalten. Das ist mein Traum. Schon abgeschlossen? Wie schnell ging das denn? Hier, komm. Nächster bitte. Ja, noch größer, größer, größer. Okay, größer geht nicht. So. Aber wie weit das hier reingeht? Ist mein Park größer? Mein Park ist größer geworden. Oh. Ach, dadurch, dass ich die Bäume vernichte, sinkt mein Sternenlevel. Geil. Wieso gehört das hier nicht zu mir? Was soll das? Na toll, jetzt muss ich auch noch meinen Plan Nein, wir machen das erstmal so. Wir machen erstmal nur zwei Gehege, später können wir mehrere Gehege noch hinzufügen. Beziehungsweise ein großes Gehege, was wir in der Mitte trennen werden. Ganz einfach. Und dann machen wir hier halt die Hotelanlage hin, was weiß ich. Aber gleich haben wir halt eine bessere Übersicht, wenn die ganzen verdammten Bäume weg sind. Wie mein PC auch am Rattern ist, nur weil ich Bäume entferne. Dieses Tool ist ein CPU-Killer. Eigentlich muss ich doch meine CPU beruhigen, wenn ich die Bäume abpacke, oder? Oh, ich habe gleich noch zwei Sterne. Aber wenn ich hier fertig bin, oh Leute, dann geht das richtig ab. So, ihr braucht noch kein Gras.
Wir brauchten so einen Scheiß. So. Gut, ja, tut mir leid, Leute, aber wo kommen die Bäume jetzt her? Tschüss, Hotel. Ja, abreißen. So. Okay, Zuschauertribünen abreißen. Das da oben war vielleicht, glaube ich, keine gute Idee. Egal. So, verzieht euch hier. Oh, ich habe noch so wenig Sterne, ey. Aber wenn ich hier fertig bin, Freunde, dann sieht unser Park richtig gut aus. So, dann wird hier nämlich ein riesengroßes Ding ins Kirchens entstehen. Ich möchte ganz kurz. Wir hätten da was Interessantes für Sie. Und was Profitables. Schießen Sie mit der Kamera des Ranger-Teams ein Foto eines Dinosauriers, der an einen Futterdruck frisst. Ja. Nee, es jetzt gerade nicht. Einen neuen Auftrag. Die Gelegenheit, dem Team ein Fotoalbum als unschätzbare Erinnerung zusammenzustellen. Worauf warten Sie noch? So, dann kriegt ihr hier nämlich, ich muss hier noch natürlich Sack machen. Nö. Ne? Dann kriegt ihr nämlich, ich überlege gerade, einige Dinos kann man doch draußen rumlaufen lassen als Streichelzoo, oder? Stimmt. Nur, was tun die denn schon? Wir gucken, was passiert, wenn wir hier das Tor öffnen. Ich meine, ich werde sie sowieso gleich betäuben und dann dahin verfrachten. Von daher. Gehege. So. Ausfallschutz 1.0. Cool. Jetzt habe ich schon wieder so viele Sterne. Wofür? Weil ich hier ein Gehege gebaut habe, so ein kleines. Oder weil ich die Dinos freigelassen habe. Ich sag ja, einige Dinos brauchen, glaube ich, gar nicht eingesperrt zu werden. Vor allem gerade die Pflanzenfresser. Vor allem diese hier. Die können eigentlich auf dem Gelände rumlaufen. Ich meine, sowas wie Triceratops würde ich natürlich einsperren. Mal gucken, was die Pflanzenfresser machen. So. Ansonsten würde ich die Pflanzenfresser generell draußen rumlaufen lassen. Ich meine, die wollen offensichtlich nicht mal raus. Interessant. Gewinnspanne sieht gut aus. Wieso steigt jetzt mein Gewinn? Weil die ganzen Leute da wahrscheinlich jetzt hier immer rumlaufen und den Park verlassen müssen. Wer hat hier keinen Strom? Ach, der Mast. Achso, hier. Ja, gut. Ja, gut. Wir werden vorübergehend hier einfach so einen Mast hinstellen. Dann nervt mich das Symbol wenigstens nicht. Das Tor ist offen und nichts passiert. Wollen wir Pflanzenfresser einfach zukünftig draußen lassen? Dass die hier auf dem Gelände rumlaufen?
Dinosaurierbedrohung, da haben wir es doch. Zwei. Hä? Was zum Teufel? Ja, tut mir ja leid, aber... Wie zur Hölle seid ihr da reingekommen? Hä? Hä? Tut mir leid, aber ihr seid tot. Vier Wissenschaftler und... Dreimal Sicherheitspersonal? Ich habe keine Ahnung, wie ihr da reingekommen seid, aber ihr seid selber schuld. Wahrscheinlich von hier irgendwie haben sich hier verlaufen. Ich habe keine Ahnung. Also, ihr seid tot. Tut mir leid für euch, ne? Aber... Ja, Dummheit muss bestraft werden. Anders kann ich das nicht sagen. Und meine Leute haben endlich was zu fressen. Was habe ich denn da gemacht? Erfolgsrate 1.0. Okay. Erfolgsrate erhöhen wir. Ja, was soll ich machen? Wieso fehlt einer? Mal zumindest haben sie jetzt genug zu essen. Cool, wir können die einfach hier... Weiß nicht, die chillen hier einfach nur. Faszinierend. Ja cool, dann brauchen wir eigentlich nur noch ein Gehege für Raubtiere. Hier, komm. Wenn ihr es da reinschafft, mache ich zu. Dann seid ihr auch eine Attraktion. Komm, lauf da einfach rein. Wo lauft ihr denn hin? Oh mein Gott, wo lauft ihr denn hin? Ja, ich glaube, der ist am Arsch. Er hat nicht mehr wirklich Hunger. Wollte ich nur mal gesagt haben. Armes Mädchen. Naja. Ja gut, dann wollen wir unseren Plan weiter in die Tat umsetzen. Mein Kraftwerk. Das hier war mein Kraftwerk, ne? Kann ich ja rein theoretisch hier die. Scheiße Kappen. Oder auch nicht. Egal, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und einer steht da noch. Flieh doch dahin. Da habe ich extra die Tür aufgemacht. Dann kann ich den Rest entfernen und du bist frei. Ich habe das Gebäude entfernt. Bis die Dinos holt. Ja, ich wünsche dir guten Appetit. Wir kriegen das. Wir kriegen das noch geregelt. Wir schaffen das noch, Freunde. Gar kein Problem. Wir machen uns jetzt keine Sorgen. Zäune. So. Oh, oh, das sieht teuer aus. Sie sollten das bald reparieren. Ein Ranger-Team ist für solche Fälle ausgerüstet. Hey, du bist frei. Jetzt geht er ganz gemütlich. Doch, da ist mein Dino. Oh, der frisst sich jetzt hier durch die Gegend. Das soll er mal machen. Soll er mal machen. So. Wir werden nämlich... Wollen wir den hier aufbauen oder wirklich hier mittendrin? Packen wir das hier hin, denn wenn sie reinkommen, kommen sie gleich auf den Weg zu den... Geborgenheit.
Geborgenheit berücksichtigt folgende Faktoren: offene Graslandschaften, Schutz durch Bewaldung, soziale Gruppen und Anzahl der Tiere im Gehege. Also wir brauchen ein Gehege, damit das Spiel funktioniert. Wenn ich das richtig verstehe. Wir können zwar ab und zu, wir können auch welche draußen rumlaufen lassen, was ich auch definitiv tun werde, aber wir brauchen ein Gehege. Wir brauchen es einfach. Geborgenheit. Jede Spezies hat unterschiedliche Toleranzgrenzen für die einzelnen Faktoren. Wenn die Gesamtgeborgenheit unter dem Schwellenwert liegt, verursachen alle Dinosaurier auszubrechen. So, sie zerstören Zäune und fällt. Deswegen sind die ausgebrochen. Aber wir gucken uns trotzdem mal die hier an, die recht verwirrt sind. Geborgenheit? Nee, denen geht's gut. Dem geht's auch. Also, die brauchen nicht eingezäunt werden, alles gut. Nur, bei den beiden sieht's anders aus. Ja, wenn's unter 50 geht, dann kriegen die Probleme. Na gut, ihr müsst warten, bis ich durch bin. Sie können uns dabei helfen. Nein, sollten. Ich muss erst hier mit meinem Plan fertig werden, dann fange ich sie ein, versprochen. Da, so. Ihr habt Wasser. Bitteschön. Oh, die Leute sind ja eingesperrt, ne? Tut mir ja fast schon leid. Und er frisst alle meine Dinos auf. Oh Gott. Wo ist jetzt der andere? Habe ich den jetzt auch eingesperrt? Ach, er ist zurückgegangen. Ach, du bist ja nett. Hat sich wahrscheinlich so eine Ziege geholt. Okay, gut, dann den Scheiß brauche ich jetzt auch nicht mehr. Auch wenn ich sagen muss, das Runde. Ach, sieh mal einer an. Nein, hat sich verschlagen, ja? Das runde Gehege natürlich schöner aussehen. Als eckige. Nein, ich werde mich jetzt nicht umentscheiden. Ich werde es jetzt so beibehalten. Kein Grund, in Panik zu geraten. So, ach, 5 tote Tiere. Wenn es sonst nichts ist. Ihr habt auf jeden Fall hier einiges zu fressen. Komm. Ihr habt noch die Möglichkeit zu fliehen. Tut es, solange ihr könnt. So, okay. Oh, ein Montosaurus. Alle tot. Einfach alle tot. Okay. So, Gehege. Wir brauchen für die Fleischfresser. Werden wir hier direkt am Anfang. Auf der Seite am besten. Eine Ziege platzieren. So. Dann werden wir das Fleisch. Das ist natürlich gut für die Gesundheit des Tieres. Ne? Werden wir hier ein bisschen Fleisch platzieren. So. Dann nehmen wir nämlich Landschaftsbau, Wasser, werden den kleinsten Wasserstrang nehmen, den es gibt. Das wollte ich jetzt nicht, aber... So. Irgendwie funktioniert das auch nicht richtig. Diese Bergscheiße ist echt, ne? Naja. Flüchtet ihr? Was macht denn ihr da? Ich gebe euch die Möglichkeit zu flüchten und ihr bleibt drin. Das ist nicht mein Problem. Achso, wegen dem. Deswegen bist du gestorben? Zur Strecke gebracht. Okay. Krankheit eingedämmt. So, dann machen wir nämlich Beobachtungstürme. Verbaut. Ein Scheiß ist da verbaut. Terrorbeschränkung. Ach komm, das ist doch nicht euer Ernst. Wo ist da eine Terrorbeschränkung? Wo ist da ein fucking Hügel? Nichts ist da. Ihr verarscht mich einfach nur. Ups. So, besser geht's nicht.
Na gut, entfernen wir erstmal das hier. Das hier. Und das hier. Ich meine, ich hab's ja. Zu nah am Dinosaurier. Oh, du Penner, verzieh dich doch da. Ja, komm, friss die auf. Ich meine, das soll doch dazu da sein. Ah, jetzt geht's. Oh nein, oh, ich hab's falsch gemacht. So, ich möchte natürlich, nee, doch, war richtig. Alles gut. Bauen wir es einfach 50 Mal auf. So. Ja, du stirbst fast wegen Erkältung. Super. Egal. Gut, dann möchte ich nämlich noch so ein Beobachtungsding ins Kirchens da bauen. Funktioniert sogar. Nice. So. Dann schließen wir jetzt den Zaun. Sehr schön. Und dann hoffe ich einfach mal, dass der hier auch noch reinpasst. Terrainbeschränkung. Ach komm. Da eben gerade ging's. Da, da. Nietzsche! So. Gewinn pro Minute. 104. Ich kriege immer noch Geld ohne Ende. Ey. Nehmen wir das hier erstmal wieder weg. Wasser kriegt ihr gleich. Runter mit euch. Runter mit euch. Runter. So ebne ich das richtig. Ja. Ah. Yay. Oh, jetzt sehe ich erst den Abfall. Krass. Kostet natürlich eine Menge Geld, aber ey, ich kann es mir leisten. Tut mir leid, kein Wasser für dich. Ich wusste gar nicht, dass du draußen bist. So, ja, soll das erstmal aufgebaut sein, ist mir egal. Ich ebne erstmal den ganzen Scheiß hier. Jetzt geht alles wieder runter. Ah, okay. Das ist wie bei City Skylines. Ich darf nur nicht loslassen. So, sehr schön. Jetzt habe ich alles geebnet. Sieht hier am Rande noch ein bisschen scheiße aus, aber interessiert mich jetzt weniger. Hauptsache, oh, ist alles schön. Guckt es euch an. Alles schön eben. So wünscht man sich das doch. Gut, währenddessen ist hier einiges passiert. Wir haben hier tot, krank, lebt. Oh, lebt, lebt. Ist eingesperrt. Wenn man hier so perfekt die Zäune bauen könnte, ne? Das wäre schön. Na gut, dann können wir jetzt weitermachen. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Wir haben Arbeit, die interessant für Sie sein könnte. Erzielen Sie 125 Gewinn pro Minute. Was habe ich denn jetzt momentan? Ich bin immer an neuen Wegen in Sachen Dinosaurierpflege interessiert und nicht bloß an Geld. Aber selbst für Blue... Nun, ist das Futter nicht billig. Das stimmt wohl. So, machen wir das so. Guckt euch an, wie schön das ist. Ah. Oh. Guckt euch an, perfekt. So soll's sein. Dann machen wir das Wasser hier wieder hin. Und zwar hier am Rand einfach. So, hier so durch. Oder auch nicht. Scheiß Terrainbeschränkung. Gut, dann machen wir es anders. Machen wir es auf diese Seite. Und hier nehme ich einen schönen See für unseren anderen Pflanzenfresser. Ne?
Und da geht so ein kleiner Fluss ab, der hier so lang fließt. Ist Was kann ich hier alleine? So. Fließt der hier halt so lang, ne? Yeah. Und kann, er endet erstmal hier. Mal gucken, was wir noch machen. So, sehr schön. Das ist doch nicht schlecht. Dann packen wir hier noch ein paar Bäumchen hin, damit sie alle zufrieden sind. Und hier noch, damit die zufrieden sind. Die Pflanzenfresser so ein bisschen. Sehr schön. So. Dann muss ich mich noch kurz um Strom kümmern. Dann machen wir ein kleines Kraftwerk. Machen wir das hier so hin. So. Ein Weg. Guckt euch an, wie schön das Spiel sein kann, wenn man es richtig macht. Nicht so, wie der Anfang es einem vorschreibt. So. Wunderschön. Dann nehmen wir nämlich noch ein Umspannwerk, ein kleines. Packen das einfach hier so hin, dass wirklich die alle mit was bekommen. Ich mache ehrlich gesagt lieber mehr Kraftwerke, als dass ich hier über diese Leitungen langziehe. Die sind echt eklig. Da. Tada! Ist das nicht schön? Ich find's schon. Nur mal die Tiere finden das nicht so toll. Lebt hier überhaupt noch ein Pflanzenfresser drin? Nö. Aber der muss auf jeden Fall abtransportiert werden. So, dann bauen wir nämlich einen Weg. Versucht den jetzt so. Also man kann keinen kurvigen Weg machen, das ist so kacke. Dass alles hier nur eckig sein kann, weißt du? Das ist eklig. So, dann kommt hier die Hotelanlage hin, ne? So, dann Fossilienzentrum, Forschungszentrum, Rangerstation packen wir hier direkt daneben hin. Können die nämlich direkt reingehen, wenn irgendwas ist. So. Bauen dann da auch direkt das Tor hin. Dann kommt ein Weg. Dinosaurierbedrohung. Ja, ja, ich kümmere mich noch drum. Ich kümmere mich noch drum. So, dann brauchen wir ein AC-Zentrum. Das packen wir dann hier gleich daneben hin. Kamera drehen. Jetzt weiß ich wenigstens, wie es funktioniert. Weil die arbeiten eh zusammen. So. Dann bauen wir hier einfach noch ein neues Kraftwerk hin. Strom, Kraftwerk, ja. Passt perfekt, schade. Ich pack's hier einfach rein. Kein Strom, ja, ja. So. Hier hinter dann direkt Strom. Ein Umspannwerk. Packen wir mal. Ach, hier kommt jetzt kein Weg mehr durch, ne? Dann kann man hier nicht beobachten. Ja gut, dann brauchen wir das auch nicht da rein tun. Krankheitsausbruch unter Kontrolle gebracht. Oh, cool.
So wünscht man sich das doch. Man macht einfach gar nichts und alles funktioniert. Und das Tier einfach stirbt. So, schon habt ihr wieder Strom. Perfekt. Dann holen wir erstmal das Betäubungsteam, ne? Wie selber fliegen? Ich will nicht selber fliegen. Du hast doch Strom. Ah, achso, ich habe keinen Weg. Geht das so? Nein. So ein Dreck. Muss man auch noch tricksen, damit alles perfekt sitzt. So. Sitzt perfekt. Ich sehe hier noch, dass der Röhr spielt hier nicht ganz mit. So. Easy going. Haben wir hier nämlich unsere kleine Ecke, ne? Ohne viele Kabel haben wir das Ganze jetzt gerissen. Aber guck mal hier. So sollte das doch sein. Gut, dann Helikopter, Aufgabe hinzufügen. Den betäubt ihr mal am besten. So, Gehege. Wir machen eine Ziege. Dann in beide Sichträume kommt eine Ziege. So. Und dann das Fleisch noch jeweils in einen. Guck mal, wie er sich freut. Wie viele Menschen hast du jetzt gefressen? Ach, 7. Ist ja gar nichts. Also, wie sieht es mit dem anderen aus? Ach, er ist jetzt betäubt. Transportteam. Schick den mal bitte da rein. Um Produkt einzusammeln. Wie viel hast du so gefressen? Aber kann ich gerade nicht gucken, oder? Doch. Ach, 12. Ist ja auch nix. Seht ihr, und schon haben wir die ganze Situation unter Kontrolle gebracht. Tada! So. Betriebsgebäude. Forschungszentrum, Rangerstation. Was war denn das für ein Scheiß nochmal? Ah, hier, da. Ich würde nämlich hier gerne noch einen hinsetzen, um da Pflanzenfresser rauszuholen. Oder hier, wäre auch ganz cool. Transportiere Produkt. Dann machen wir das hier, ne? Ja. Ich weiß auch nicht. Es ist echt schwer, wenn hier ständig irgendwas im Weg ist. So. Haben wir hier noch einen Weg? Hier brauchen wir dann sowieso an der Ecke nochmal Strom. Kleines Kraftwerk. Ich frage mich, ob das Hotel da reinpasst. Ich hoffe doch. Ah, das Hotel passt da rein, perfekt. Zustellung wurde abgeschlossen. So, guckt es an, es ist schon viel, viel schöner. Ich meine, es ist nicht ganz so quadratisch, wie ich es mir gewünscht hätte, weil hier auch so eine Ecke drin ist, so eine eklige. Wo kommt die denn alle her? Aber es läuft. Ach Mensch, das ist nicht euer Ernst, dass ihr hier immer noch seid. Mein Gewinn ist ziemlich runtergegangen, weil so viele Tiere gestorben sind. Aber das kriegen wir demnächst schon noch hin. So ist das nicht, also wir sind jetzt nicht aufgeschmissen. Ich würde hier gerne irgendwo noch ein Kraftwerk reinprügeln. Machen wir das jetzt einfach hier hin? Machen wir das hier hin. Ich hoffe, der Weg passt. Okay.
Dann bauen wir nämlich hier so ein Ding ins Kirchenzinn, ne? Schön versteckt. Und wir bauen hier so ein Ding ins Kirchenzinn einfach mitten rein, sodass es gerade noch zum Hotel kommt. Gerade noch zum Hotel. So. Ja gut, das ist scheiße. Nee, das ist scheiße. Das muss ich nachher anders machen. Aber solange wird das erstmal reichen, wenn wir hier einfach den hier platzieren. So. Ihr habt doch Strom. Achso, das ist noch gar nicht fertig. So, siehst du mal. Langsam wird's. Machen wir hier später noch eine kleine Attraktion. Die ganz gefährlichen Tiere. Hier kommen nur die halbwegs gefährlichen rein. Und dann passt das schon. Gut, Freunde, aber darum kümmern wir uns dann ein anderes Mal. Was wir noch zum Schluss machen können, ist hier mal ganz kurz eine Baumreihe platzieren, damit die Dinos nicht sehen, dass hier irgendwas ist. Ich stelle euch vor. Die sehen hier einfach, was hier abgeht. So, wir verstecken einfach mal dieses Zentrum. Dann brechen die auch nicht aus. Kommen wir hier einfach rausgeschlichen und schnappen sie uns. Ja, und das ist unser neuer Dino-Zoo. Schreibt was in die Kommentare dazu. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.